Alrighty, Lieben. Weiter geht's mit dem großen Preis von Großbritannien. Quali nicht gut, P15. Wir springen ins Rennen. Keine neuen Motorenkomponenten. Wir starten von der 15. Wahrscheinlich da, wo wir uns qualifiziert haben. 14. Ha! Okay, this is the team's home race. We're all relying on you to impress today. Ja, richtig. Ich werde euch impressen. Ich war aus Versehen in den Lenkrad-Einstellungen. So. Gehen wir mal auf einen halben Liter extra Sprit. Sprit. So. Das ist gefährlich. Ja, komm. Den Rest darf ich nicht ändern. Ich habe mir ja vorgenommen, nur im Quali was zu ändern. Weil ich ja kein Training fahre. Und wer ist denn zurückversetzt worden? Launch map is good, but we need to learn the gears, so go into each one. Ach, ein Alpin. We're gonna need some work on the brakes, so put some energy into them and warm the tires as well, please. Ja, der wird ja nach dem Start Dritter sein oder so, wenn der so wie in echt wegkommt. Threat of rain for the time being. Conditions looking good. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Ich wollte die KI-Sandfortlinie mal fahren, die in dieser einen Rechtskurve fahren. Ich wollte von ganz außen anfahren und die Reifen ein bisschen warm kriegen. Hat nicht so gut geklappt. So, machen wir mal hier die Linie außen ein bisschen schmutzig. Da können wir in Cops senden. Never gonna give you up. Ja genau, die Untersteuerung. Tanken Sie denn Hochoktaniges? Rein ins Rennen. Never gonna give you up. Meine Kommentare bei Jano im Stream waren alle true. Ja. Ich fände es halt lustig, wenn bei F1 eSport eine KI mitfährt. Nur in Sandfort einfach. So, let's go, ihr Lieben. Ich glaube, ich habe da sogar noch ein paar Kiesstücke gesehen, rechts vorne am Reifen. Der Start ging gut. Razzi, mach den Alonso. Geh außen vorbei und zieh. Dann auch an dem Kimi vorbei. Und dann kommst du richtig auf Speed. Schumacher macht den Hamilton. Aber er hatte keine Untersteuerung. Und ich habe auf ihn reagiert. So. Alter, das ist, da vorne sind die 2 wide und dahinter 3 wide. Was ist mit den Leuten los hier?
Oh mein Gott! Boah, da habe ich den. Ja, da habe ich den Hamilton jetzt gemacht in einer etwas anderen Kurve, aber im selben Stil. They pushed me off the track. I didn't want to overtake. Off track. Oh, Alter, wie gut ich da Grip hatte. Wow. Wow. Da habe ich innen so viel, ganz außen so viel Grip gehabt. Das ist ja insane. Mit Grip und Grips vorbei. So. Kommt überhaupt kein Grip, aber hey. Gap to teammate ahead is 4.0 seconds. They're on old softs. They're in sick. The time last lap was a 1:32.4. Ah, war vielleicht zu früh gefragt. We're trailing our teammate by 4.0 seconds. They're on old softs. They're in sick. The time last lap was a 1:27.4. DRS will be enabled this lap. You can use it when within 1 second of the car ahead and in the DRS zone. Wie gesagt, dass man mal ein besseres und ein schlechteres Wochenende hat, ist eigentlich natürlich. Deswegen keine KI-Anpassungen. Nicht für so 2-3%. Nur für Sandford. Deswegen werden wir uns heute vielleicht ein bisschen schwerer tun, super krass viele Punkte zu holen. Aber ein paar gehen. Ein oder zwei vielleicht. Ach, come on. Es ist halt so krass, wie untersteuernd die Kiste hier ist. Ja, genau. Und dann kommt er halt rangeschossen, als wäre nix. We lost the position. Try to keep focus. Alles bewusst, Jeff. Alles bewusst. Alles okay. Gap to teammate ahead is 5.3 seconds. Das Problem ist, ich glaube, das einzige Fahrzeug, das vor Tsunoda unterwegs ist, mit dem ich mich on par, was die Pace angeht, sehe, also auf Augenhöhe. Das dürfte Pierre Gasly sein. Ich glaube, sowohl die Ferrari dürften schneller sein, als auch die McLaren, als auch die Red Bull und ja, die Mercedes sowieso. Obwohl Hamilton mein Rival ist, laut Spiel, weil die Pressefunktion mir das zugewiesen hat, die automatische. Trailing our teammate by 5.9 seconds. They're on old softs. They're in sick. The time last lap was a 1:27.8. Etwa eine halbe Sekunde fehlt mir. Du meinst ja richtig ernst, sogar mit Handschuhen. Ja, richtig.
Damit man unter anderem keine Blasen an den Händen bekommt oder damit das Lenkrad nicht nach 2 Tagen komplett durchgesippscht ist. Ja, das ist halt echt widerlich, wenn du den ganzen Schweiß einsaugen lassen würdest vom Alcantara. Halbes SpongeBob, Digi. Some information on Leclerc. They're slowing down. It seems like there's some kind of problem with their car. Ich hab's leider echt hart versemmelt gerade. Oh nein, ich hab kein DRS aktiviert. Oh Gott. Yellow flag. Okay, Leclerc mit dem größeren Problem. Hey, hey, gelbe Flagge. Kimi? Green flag. Okay. War weg wieder die gelbe Flagge. Ach. Das war noch kein Ausfall von Leclerc, aber er wurde langsamer. Alter Falter, Malta, ey. Okay, the car behind is catching you by 5/10 a lap. 5/10. Gibt's Racing Point nicht mehr oder bin ich lost? Ne, die machen nur noch Handschuhe. Bis zum Racer. Ne, die sind jetzt erst Martin. Gute Setup-Seite. YouTube.com, da einfach Dave Gaming F2121 Setup Guide und rein. Hey, 28.0, das ist sogar eine ganz gute Zeit. Gap to teammate ahead is 7.8 seconds. They're on old softs. They're in sick. The time last lap was a 1:27.3. Ah, die sind zu schnell. Tut mir leid, aber ich kann nicht anders, als mich jede Runde darüber aufzuregen, dass die einfach kein anderes Tier haben vor so schnellen Kurven. Hier zum Beispiel halt auch da. Okay, good work. Great pass. Sorry, Mate, da mache ich ein bisschen den Max.
Keine Ahnung, was gerade im Chat abgeht, aber haltet euch dran, was die Mods sagen, Leute. Oh. Caution, caution. Da ist McLaren langsamer geworden. Muss Norris sein. Some information on Norris. Ja, der sucht gerade seine Uhr. Der hält da, damit er seine Uhr sucht. Okay, clear. For now, keep taking care of them. We're trailing our teammate by 8.6 seconds. They're on old softs. They're in fifth. The time last lap was a 1 minute 27.8. Das Einzige, was ein bisschen blöd daran ist, dass wir die KI immer so auf derselben Stufe lassen, ist, dass es über die Saisons gesehen, also saisonübergreifend, wenige Überraschungen geben dürfte, wo wir stark und wo wir eher schwach performen. Müsste man sich fürs für überlegen. Leclercs Problem scheint ein bisschen behoben zu sein jetzt. Er wirkt schnell. Ah, ich wollte gerade schon Sebastian is in the pits. Bezüglich der Strategien gucken, wann wir reinkommen könnten. Ob wir nicht vielleicht sogar einen kleinen Undercut gegen Yuki machen. In this lap, push now. Jetzt kommen die Boxen P8 ist drin. Ich habe keine Ahnung, was du dir davon erhoffst, aber ich bezweifle, dass es ein Undercut so krass funktioniert. Alter! Nee. There's a huge amount of time to. Ich hab den Pit Limiter aktiviert. Da! Da ist der Pit Limiter aktiv. Der Videobeweis. Guck. Zack, Pit Limiter. Ich mach einen Rewind, selbstverständlich.
ich akzeptiere es halt nicht, dass das Spiel da buggy ist an der Stelle und ich dadurch eine Penalty bekomme. Wenn ich es versemmel, okay, bin ich einverstanden. Wenn das Spiel buggy ist, finde ich nicht. Wir machen alle die Augen, mal die Augen zu. Finde ich es gar nicht mal so wichtig. Dass also wenn das Spiel an dem Punkt mal versagt, dann finde ich, es ist vollkommen in Ordnung, mal einen Rewind zu nutzen. Ohne sich auch dafür zu schämen. Es ist halt... Du warst dennoch zu schnell. Ich glaube, du weißt nicht, was ein Pit-Limiter ist. Er hatte 55 km/h und macht den Pit-Limiter. Wenn du den Pit-Limiter anhast, kannst du Vollgas geben und dein Auto überschreitet die Geschwindigkeit nicht. So funktioniert ein Pit-Limiter. Wie er nicht funktionieren sollte, ist, dass du noch auf 62, 63 hoch kannst. Könnte es ja auch technisch einen Bug im Real Life bedeuten. Mich fasziniert es immer wieder, mit welchen kunstvollen Griffen Leute Bugs in einem Spiel gut reden wollen. Die Realität geht mir halt volle Kanne am Arsch vorbei, wenn ich F1 spiele. Tut mir leid, das so klar zu sagen, aber es ist ein Videospiel. Und wenn der Pit-Limiter ausfällt, dann soll mir mein Team das mitteilen. Uff. Ja. 9 Heckflügel. Ich verstehe dieses Spiel bis heute ehrlicherweise nicht. Es ist in so vielen Punkten so gut und manchmal rastet das Auto komplett aus. Keine Ahnung, was da los ist. Mach mal die Paintball auf, ja, zieh vorbei, Ocon. Alter. Digga. Try to stay with him, he might make a mistake. He could still regain the position. Ey, Silverstone, sorry, ist halt wahrscheinlich die zweite Strecke, die ich in keinem der 16 Rennen in Saison 2 fahren werde. Silverstone und Sandford machen überhaupt keinen Spaß. Es ist halt einfach blöd, wenn du in Abschnitte kommst, wo du komplett unterlegen bist. Gap to teammate ahead is 10.5 seconds. Merci für die Bits, Leute. Gleich. Macht halt, finde ich, die ganzen Racing-Elemente leider kaputt. Falls sich jemand fragt, nee, es liegt weder am Setup noch liegt es daran, dass ich keine Ahnung was mache, dass die hier so schnell sind. Das kann man wundervoll bei Jano Oppmeyer sich anschauen, wie der in Sandford unterwegs ist. F1 Esports Champion. In Sektor 2 in Sandford ist die KI in der Doppelrechtskurve halt einfach tausendmal schneller als er. Das hängt halt einzig und allein damit zusammen, dass die KI einfach kein Untersteuern in ihrer Fahrphysik hat. Und das kommt natürlich sehr stark zu tragen, wenn es darum geht, dass die schnelle Kurven fahren, ohne dass du eine
Lenkbewegung hast, bevor es die initiale Lenkbewegung in die Kurve reingibt. Also sowas wie Cops, S's teilweise. Aber es ist halt zum Glück nur auf zwei Strecken, dass die KI so komplett broken ist. In Puhau, finde ich, kann man es gut managen und gut Sandford umschifftbaren und Silverstone auch. Wird es einen Patch geben, der das Problem behebt? Puh, keine Ahnung. Ich bin tatsächlich nicht der Erste, der darüber vokal wird. Auf Twitter hat Tom97 das auch geteilt. Also just für Cops. Und mal gucken. Caution, caution. Oh! Someone's come off ahead of you. There's a yellow flag ahead. Moin. Green flag. The gap to the car ahead is 3.7 seconds. Ja, das könnte mal in der eine Punkt werden. Den ich sonst bekommen hätte, wenn ich Yuki Tsunoda besiegt hätte. Okay, you're in the top 10. We're trailing our teammate by 12.8 seconds. They're on old mediums. They're in sick. The time last lap was a 1:27.3. Und Janjo, danke dir für den Prime-Sub. Vielen Dank für den 8. Naja, nur Holländer ist, wird das Problem in Sandford sicher Codemasters ansprechen. Ah. Ich denke mal, das hängt wenig mit der Nationalität zusammen. Also ich habe keine Ahnung, ob es einen Patch gibt, der sowas beheben wird dort. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass Codemasters sich das anschaut und vielleicht sagt, das war so nicht geplant und dass das vielleicht beim ersten Patch dann reinkommt. Ja, dass ich die S nicht hinbekomme, liegt daran, dass ich versuche noch mehr rauszuholen, als eigentlich drin ist. Um so ein bisschen hier und da auch die KI abzublocken. Die fahren halt viel zu schnell durch. Wir haben keinen Untersteuern, wie gesagt. Gap to teammate ahead is 13.5 seconds.
Ist doch gut, dass Esteban Ocon Fernando Alonso hier blockiert. Also in der Hoffnung, immer und immer mehr Zeit raus irgendwo mal zu finden. Our gap to the car in front is 4.4 seconds. Teste ich, glaube ich, in den S-Kurven einfach hunderte Linien aus. Ich glaube, ich muss halt einfach der Realität ins Auge blicken. Du kannst nicht schneller als die KI da durch. Einfach mein Ding machen. Alles andere ist, glaube ich, einfach verschwendete Lebenszeit. Wo liegt Vettel? Auf der 7? We're trailing our teammate by 14.4 seconds. They're on old mediums. They're in sick. The time last lap was a 1 minute 27.2. Auf 6, nice. Sepp holt 8 Punkte heim. 8 Punkte coming home. Da fehlt doch ein McLaren, oder? Ah ja, Norris hat das Auto abgestellt. Oh Gott, ey. Ja. Ich frag mich halt nur eine Sache, ne? Ich meine, schauen wir mal auf den Abstand. Okay, jetzt vielleicht nicht in dieser Runde, aber oh Gott im Himmel. Ja. Aber wir müssen mal gleich auf den Abstand in Stowe schauen, ob ich da halbwegs zu Tsunoda wenigstens mal aufstieße, weil ich glaube, in Stowe existiert das Problem nicht. Ich versuche halt so ein bisschen zu analysieren, woran es genau liegt. Oder in welchen Kurven das so ist und welchen nicht. Hier beim Entry zum Beispiel ist man selbst halt viel schneller. Da kann man sagen, oh, die KI ist zu langsam. Wenn man es mal vergleicht mit Cops, logischerweise auch vor allem. Mit Extenden bleibst du halbwegs dran. So. Nice work, that brings you up a place. Also ich sag mal so, das war ein aggressives Manöver. Und auch wenn ich beim Entry niemals neben ihm war, in der Kurve Mitte war ich halt schon legit vorne. Oh! Habe ich Unterbodenschaden? Nee. Das war nicht die feine englische Art, das stimmt, aber... Ich habe die Kurve halt bekommen, ohne dass ich mich hätte raustragen lassen müssen. Ich hätte null übersteuern, untersteuern. Alter, wie dreckig das Auto ist. Holy moly, ey. Danach ab in die Waschstraße. Also, keine Ahnung, das war halt... Da kannst du halt echt nicht zumachen. Meine rechte Seite ist leicht lidiert. Sicher? Keine Ahnung. Okay, gap ahead is 6.4 seconds.
Ja, zu Tsunoda verliere ich hier nichts ins Stau-Radar. You've lost some time to the car behind. Jaha. Also in die Kelly, da muss man aber auch nicht so zynisch quasi drauf antworten. Gibt halt Leute, die das nicht wissen, dass das Benzingemisch Davis quick. To the max, danke für den Prime Sub dir, Ehre. Es gibt halt Leute, die nicht wissen, dass das Benzingemisch nicht mehr hochgestellt werden kann, dass es nur noch einen Motormodus gibt. Ich verzweifle, dass jemand da sich einen Gag draus macht, um zu fragen. Also ich denke schon, dass es jemand dann ernst meint, und dann kann man es ja mal sagen. Ocon kaputt, ja richtig. Uff. Da wollte ich nochmal die gesamte Streckenbreite nutzen. Gap to car in front is 8.7 seconds. War ein bisschen zu viel des Guten. Boah, Alonso macht hier fetten Druck, ey. Ich den Fasti vom Teammate übernehmen. That's us down a place. Der hat kein DRS? Warum hat keiner von uns DRS bekommen? Aber was die Zweikampf, Zweikampfdichte angeht, ein krasses Rennen, ey. Boah. Dave auch mal übermäßig aggressiv an ein, zwei Stellen unterwegs. Aber wie gesagt, das Manöver gegen Ocon finde ich sauber. Das ist halt immer die Frage, wie man es klären muss mit dem Angriff. Weißt du, musst du beim Anbremsen schon neben dem Fahrer sein oder in der Kurve. Am Scheitel waren wir halt einfach vorne. Three laps of fuel remaining. Be careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. Also mit besserem Trailbreaking kommst du da gut durch, Fernando. Also, ich habe aber auch... Eieiei, jetzt habe ich... The side pods have taken damage. Oh ja. Keep an eye on your engine temperature. Cooling may be adversely affected. Uiuiuiuiuiui.
some information on Vettel may have some kind of mechanical problem. Oh, der verliert jetzt P6. Ja, es tut mir gerade leid für die Leute, die jetzt denken, ich würde die Leute alle Nase lang abschießen, aber wir gucken uns gleich mal die Replays an. Ich bezweifle mal, dass das zumindest überwiegend auf meine Kappe geht. Das ist halt. Es tut mir leid, dass die Illusion manchen Leuten zu rauben, aber nicht jede Berührung mit der KI geht zu 100% auf den Spieler zurück. Bodywork's taken a few scrapes. Try not to make it any worse. There's only one lap of fuel remaining. Ja, guck, also komm mal, spätestens hier reden wir halt über ein Manöver, wo ich innen bin und wo ich halt super klar innen bin. Und über ein Manöver, das halt, wo es klar ist, das wird kommen, wo ich ganz innen in der Kurve bin und die lenke einfach rein. Okay, pick up rubber and bring it home. Das ist halt das, warum ich oft in F1-Spielen außen überhole, weil innen ziehen die in einigen Kurven einfach rein. The Mercedes team pulled out a fantastic. Wir können für den Stream auch gerne nochmal eine kleine Meta-Analyse machen. Mercedes are on top. Da zeige ich euch mal ein, zwei Stellen, wo es auch innen nie funktioniert. So let's review the updated driver standings. It's a great result for Lewis Hamilton, who moves further ahead at the top of the table. Now let's discuss, Ant. Who would you say is a contender for driver of the day? Well, Crofty, Daniel Ricciardo would have to be my driver of the day. It's less about what he did right, but Ricciardo how little he did wrong. Perfect driving. It's time to see how things are shaping up in the Constructors' Championship. Mercedes continue to extend their lead. And with that, we wrap up. So, gucken wir mal ins Replay. Jetzt schauen wir uns mal die drei Kollisionen an. Also die härteste war die gegen Alonso. Okay, ab hier ist Alonso hinter uns. Schauen wir uns den Zwischenfall mit Esteban Ocon an. Okay, hier war das. Zu dem Zeitpunkt bin ich schon vorne. Alter, ist ganz kurz ist die Nase dreckig. Hä? Warum? Hat der Aston Martin Schlammbad genommen? Gute Nacht, Dom. Zu dem Zeitpunkt bin ich vorne. Also, jetzt mal Real Talk. Wer hier reinlenkt, ist halt lost. Ich, also klar, ich kann doch eine halbe Wagenbreite nach rechts, aber wir haben am Ende bei Giovinazzi gesehen, das bringt nichts. Die ziehen halt trotzdem weiter rein. Hier, das ist komplett lost. Jetzt haben wir den Zwischenfall mit Alonso.
Und auch hier, zu diesem Punkt, bin ich auf exakt gleicher Höhe. Also bei Hamilton, der war eine halbe Fahrzeuglänge und mehr noch hinten. Und da wird von vielen Fahrern gesagt, das sei ein Rennunfall. Wenn halt beide insbesondere dann unbeschadet halt rauskommen oder beschadet. Oder mit Schaden halt. Und da habe ich ein bisschen zwar den Apex verpasst. Aber wenn man halt nach Formel 1 Regeln geht, ist die Kurve halt an der Stelle, die gehört halt mir. So, I'm sorry Fernando, aber die Kurve gehört halt mir an der Stelle. So oder so, gegen Giovinazzi und gegen Dings war es sauber, gegen Ocon. Gegen Alonso kann jeder gerne selbst entscheiden, vielleicht können die Leute auf YouTube das gerne auch nochmal kommentieren. Ist eigentlich auch Latte, ob das jetzt sauber war oder nicht. Ich meine, im schlimmsten Fall war es halt ein Rennunfall, weil es halt ein Auto innen und gut ist. Manchmal kracht es halt in der F1 und das höre ich ja sehr, sehr oft, dass man da sagt Rennunfall. Und wir haben 64 Pünktchen. Bottas überholt Verstappen. Vettel fällt hinter Charles zurück. 100 Punkte, genau wie Bottas und Verstappen. Daniel auf 2, ja moin, ja. Schnellste Runde geholt. Ach ja, das ist halt insane. Chassis und Powertrain Department. Okay, nice. Hier scheitert es immerhin an zu wenigen Punkten. In der MyTeam-Karriere sind die Kapazitäten komplett ausgelastet. Uiuiui, Rear Wing Mainplane. Rear Wing. Okay. We've had the new parts come through the fabrication process. We'll have them with us for the next Grand Prix. Grand Prix. So. 20% Fuel Efficiency wollen wir nicht. Engine Power ist besser. Oh, ein Tag vor Belgien. Das wird lustig. Ja, nächstes Rennen Ungarn. Für die Leute auf YouTube. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Daumen nach oben, dann gerne ein Abo raus, aber beim nächsten wieder dabei sein. Ansonsten, wie gesagt, gerne die Schuldfrage von Alonso diskutieren. Habe ich Schuld oder habe ich nicht Schuld? Keine Ahnung. Ich würde sagen, für Ocon und Giovinazzi bin ich freigesprochen. Aber bei dem Alonso-Ding, da würde ich gerne auch mal 2-3 Runden Time-Trial testen und mal wirklich gucken. Erstens, wie habe ich es da 20 km/h in der einen Runde mehr durchbekommen als sonst? Und zweitens, hätte ich es vielleicht geschafft oder nicht durch die Kurve? Gut, ist natürlich mit Medium-Reifen und so weiter und so fort alles ein bisschen anders dann, aber gucken wir mal. Wie gesagt, Wertung gerne da lassen und bis demnächst. Ciao!